Ein Spielplatz in Siegburg. Familie Hellenbrand und Sohn Oskar machen sich hier ein paar schöne Stunden. Soll Oskar geimpft werden, ja oder nein? Darüber haben die Eltern schon viele Stunden diskutiert. Also ich arbeite selber im medizinischen Beruf, von daher kommt es schon häufig zur Sprache oder wir überlegen klar hin und her. Aber momentan, aus jetziger Sicht, ist es für mich eigentlich nicht so, dass ich mein Kind impfen lassen möchte. Nicht in dem Alter, also nicht mit 7 Jahren. Auch Sebastian Morenz ist heute mit Mathilda auf dem Spielplatz unterwegs. Der zweifache Familienvater denkt zurzeit viel über die Impfung nach. Er will die beste Entscheidung für seine Kinder treffen. Doch welche ist das? Natürlich macht man sich Gedanken, ne, auch hinsichtlich der Nebenwirkungen. Ne. Das wird ja viel publiziert von verschiedenen Virologen, welche Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Das muss man erstmal abwarten. Viele Eltern sind unter Druck. Auf wen sollen sie hören? Auf die Mediziner oder doch lieber auf die Politiker? Die Kinderärztin Tanja Brunnert erlebt täglich die Not der Eltern. Und ihrer Meinung nach hat Folgendes zur Verwirrung beigetragen. Die STIKO hat ja eine Empfehlung gegeben. Und die Politik hat, bevor diese Empfehlung draußen war, schon einen klaren Plan gehabt oder zumindest es so kommuniziert. Und das hat in meinen Augen zu einer absoluten Verunsicherung geführt. Die STIKO, also die Ständige Impfkommission, empfiehlt die Covid-19-Schutzimpfung nur Kindern im Alter von 12 bis 17 Jahren mit bestimmten Vorerkrankungen. Die Eltern stecken in einer Zwickmühle, weiß HNO-Arzt Jürgen Zastrow, der das Impfzentrum in Köln leitet. Ich würde mir wünschen, dass wir uns ein bisschen lösen von den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Die haben bestimmte Überlegungen, die umtreiben. Und epidemiologisch sehe ich es aber anders. Wir sollten Kinder und Jugendliche ab dem 12. Lebensjahr, soweit die Impfstoffe zugelassen sind, auch impfen, weil auch Kinder können erkranken und auch Kinder können andere Menschen anstecken. Viele Eltern fragen sich auch, darf mein Kind in die Schule, wenn es nicht geimpft ist? So erlebt es Kinderärztin Tanja Brunnert. Das ist die große Sorge der Eltern und deshalb denken sie im Moment sehr über die Impfung nach und sind sich unsicher, weil sie Sorge haben, dass sie in der nächsten Welle die Kinder wieder zu Hause im Homeoffice haben. Also hier ein klares Statement, ihr geht weiter in die Schule, auch wenn ihr nicht geimpft seid. Es sind herausfordernde Zeiten für Eltern. Würden Politiker und Mediziner mit einer Stimme reden, wäre ihr Leben vielleicht ein wenig einfacher.